Da bin ich wieder. Es ist immer noch derselbe Tag. Und ich bin Level 18 mittlerweile. Sollen wir kurz was zu Ende schreiben? So, ich habe auf jeden Fall gerade fast zur Sekunde Level 18 erreicht. Noch so eine zweite Tasche gekriegt. Jetzt ist die Frage aller Fragen, was wir machen. Ich könnte gucken, dass wir den Murloc irgendwie trotzdem erledigen. Ich weiß, dass wir sterben werden. Und wie wir das werden. Oh mein Gott. Oder schaffen wir es? Ich glaube, wir schaffen es mittlerweile. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin sprachlos. Weiß nicht, wer jetzt gerade vergiftet. Oder bin vergiftet. Aber gut, dann können wir das einmal abgeben. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Gut, wenn wir das mit dem Schatz dann noch hinkriegen. Dann, Leute, oh mein Gott, können wir das Gebiet heute noch beenden? Gut, in die Mine komme ich halt noch nicht rein. Ich weiß noch nicht, wie man reinkommt. So viel dazu halt. Aber egal, wir schauen einfach mal. Geht sofort weiter. So. Ja, wir haben die Bedrohung besiegt. Also ist Mogai, dieser garstige Heide, endlich tot. Gut gemacht. Durch eure Hand ist ein Leben beendet worden. Doch vielleicht wurde gerade durch diese Tat viele weitere Leben gerettet. So gefährlich das große Meer auch ist, diese Nacht wird es dank eurer heldenhaften Tat wenig sicherer sein. Okay. Sehr nice. Dann sind es in diesem Gebiet nur noch zwei Quests, weil dafür müssen wir ins Rotkammgebirge. Für das Ding mussten wir irgendwo hier hin, glaube ich. Da wo das Schiff war. Das Donnerbräu. Kann ich das nicht sogar abbrechen? Aber das habe ich ja einmal schon gemacht. Bräuchte ich ja eigentlich nicht nochmal machen, ne? So, weil dann schauen wir einmal, dass wir dahin zu dem Schiff kommen und uns da umsehen können. Besten, ich gehe gleich einmal ganz kurz hoch. Und dann ins Rotkammgebirge. Werden wir wahrscheinlich erschlagen von Quests und vom Level wahrscheinlich.
das nehmen wir natürlich noch weiter mit. Ich glaube, das Schlimmste ist sowieso, dass wir eine ewig lange Zeit dahin reisen müssen. Ich glaube, das ist ein viel, viel schlimmeres Übel. Ich glaube, das war da hinten bei dem Schiff. Auf jeden Fall ist da, wo die ersten Krieger waren. Ist das jetzt doch nicht? Weiß es nicht mehr. Das scheint halt auch kein Punkt auf der Karte. Okay, doch, ist hier. Ich muss näher ran. Das ist eindeutig hier. Okay, das kann dauern. Frage ist, bräuchte ich jetzt mit den Ersatzteilen? Oder brauche ich das andere Ding? Könnte Ewigkeiten dauern. Alleine, wenn das Viech da noch mal ankommt, also die ganze Zeit ankommt. Mal sehen. In 3 Jahren bin ich auch am Ziel. Habe ja immer die Hoffnung, dass halt irgendwann mal Leute vorbeikommen. Und die meisten Leute, die vorbeikommen würden, haben das hier wahrscheinlich schon durch.
drauf. Mach die Klappe kaputt. Okay, die sind verdammt hartnäckig. Verdammt, verdammt hartnäckig. Den würde ich jetzt nicht unbedingt treffen. Zu nah dran. Ist das Ding vom Captain? Ich bin außer Reichweite. Oh, Mörder, da komme ich mir nicht davon. Wenn ich mich jetzt unsichtbar machen könnte. Werde ich sowieso nicht überleben. Aber vielleicht habe ich die Hoffnung, dass der selbst so lange tot bleibt. Und alles andere, was in der Nähe ist. Ich glaub's aber nicht. Hätte er mich bloß nicht gesehen. Na gut, was soll man machen? Aber dass sie trotzdem noch so reinhauen. Hätte ich halt nicht gedacht.
Ich muss näher ran. Oh Gott. Lebe ich nicht. Okay, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir noch nicht. Kann ich machen, was ich will. Das schaffen wir noch nicht. So. Okay, ich habe mich jetzt erstmal dazu entschlossen. Wir lassen dieses Gebiet erstmal Gebiet sein. Beziehungsweise lassen die Kiste da erstmal verrotten. Und wir machen uns auf zu neuen Gefilden. Hübscher Schar. Reacherous. Okay. Denn es hat ja sowieso... ich hätte erstmal verkaufen können. Denn es hat ja sowieso erstmal gerade keinen Sinn. Wenn wir da sowieso nicht weiterkommen. Das heißt, wir werden erstmal nach Stormwind reisen. Und ich werde auch einmal kurz reparieren gehen. Und werden dann zu neuen Gefilden aufbrechen. Werden dann die Bruderschaft machen. Dann kommen wir einfach später nochmal nach Westphal. Westphal. So. Schönen Tag noch. Und gerne gucken, dass wir hier unsere Story noch weitermachen. Mögen eure Reisen sich. Mal nach Stormwind, bitte. Nebenbei rendere ich gerade noch Witcher. Damit ich direkt im nächsten Jahr mit meinen guten Vorsätzen weitermachen kann. Denn ich will eindeutig wieder aktiver auf YouTube werden. Eindeutig. Und mal gucken, ob wir das mit WoW werden. Oder ob ich wieder andere Projekte mache. Weiß ich, wie das die Community sieht. Und die meiste Community ist eh auf Twitch. Deswegen. Ja. Gut. Nebenbei schneide ich hier gerade noch. Mein anderes Projekt. Ist kurz, da wollen nur noch zwei Parts werden. Ich weiß, wir erreichen gerade Stormwind. Einmal speichern. Geht sofort weiter. Perfekt. Noch eine Zahl eingeben. Wunderbar. Kannst du direkt weitergehen. So. Braucht ihr Hilfe? Von hier aus können wir leider noch nicht weiter fliegen. Das heißt, wir müssen leider zu Fuß laufen. Ich glaube, selbst zum Reiten geht es noch nicht. Auch ein verdammt hübscher Char. Ich laufe hier immer noch in meiner Billo-Rüstung rum.
Dann verlassen wir einmal Stormwind. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich eine Blutelfe sein kann. Okay, aber von hier aus müssen wir leider laufen. Das heißt, den ganzen Weg hierhin. Wird ein weiter Weg. Den wir aber zusammen bestreiten werden. Ich meine, es ist lange her, dass wir im Wald von Elwyn gereist sind, beziehungsweise halt auch durchgereist. Die letzten Male sind wir ja nur noch durchgeflogen. Mal schauen. Ja, wie lang es eigentlich her ist, ne? Ich meine, vor ungefähr einem Jahr habe ich, glaube ich, angefangen mit dem Ganzen. Also, nicht mit, sondern mit WoW hier. Ich glaube, vor fast genau einem Jahr waren wir hier das erste Mal. Braucht ihr etwas? Erstmal bei den Stellmeistern, aber... Gut, aber ich habe damals auch nicht damit gerechnet, dass wir so eine lange Pause haben werden. Hätte ich niemals gedacht. Greifen mich die Viecher noch an? Tatsache. Die greifen mich noch an. Das dauert halt ein bisschen, glaube ich. Okay. Dann helfen wir mal. Herr Gruppe. Da. Ja. Genau da wollen wir hin. Bist du dann also da? Ja, Rotkammgebirge. Okay. Also ganz alt Classic ist aber wirklich noch sehr ruhig. Ich glaube, hier sind da nicht mehr so viele Spieler, kann das sein? Geht sogar. Weil vom Elven sind viele. Das ist die Frage. Reisende? Rotkamp. Nur einer. Mix. Naja. Jetzt aber gleich mal nachgucken, wie viel wir für ein Pferd oder für halt für die Reitfähigkeit bräuchten. Reiten können wir ja noch nicht. Wahrscheinlich so 20 Gold oder sowas. Echt teuer auf jeden Fall.
Ich ging da so jetzt nach 30. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Und am Ende tauchen hier noch 30 Quests auf, die wir nie gesehen haben. Ah, glaube ich nicht. Ich glaube, den Wald haben wir tatsächlich fast komplett ab. Gequestet. Nicht nur fast, ich glaube sogar wirklich komplett. Wir waren ja wirklich an jedem Flecken. Mal aus Interesse. Wie gesagt, ich weiß, dass es mega teuer sein wird. Allein sich dann so ein Pferd zu holen. Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Allein so ein Viech kostet halt 72 Gold. Was kann ich für euch tun? Okay, geh doch erst auf Stufe 40. 18 Gold. Das Licht segne euch. 18. Stufe 40. Muss man sich jetzt mal überlegen. Das ist heftig. Ja, wir sollten nicht ganz so viel Geld ausgeben in Zukunft. Weil Ausrüstung halt schon wichtig ist. Aber wir schauen einfach. Jetzt geht's aber erstmal ins nächste Gebiet. Verändert sich die Landschaft doch schon leicht. Oh, es wird halt einfach noch roter. Diese Spinne. Oh, hier sind wieder so ganz viele ekelhafte Viecher. Seid gegrüßt. Säckekustmagerin, meine Aufgabe ist es, auf diesem Stück Straße zu patrouillieren. Wo die Straße im Augenblick sicher ist, habe ich nördlich und östlich von hier einige Lager von Gnolen gesehen. Sehenhain muss erfahren, dass die Gnol-Streitkräfte sich sammeln. Meldet euch bei Deputy Felden im Sehenhain und berichtet ihm von den Gnolen. Wenn er dies tut, dann wird Felden euch bestimmt den Sold eines Speers zahlen. Gewöhnlich inspiziert Felden das Gebiet südlich der Brücke nach Sehenhain. Ziehe den Ehrenfreund. Hier ist also auch Stufe 15, Stufe 16. Also eigentlich genau unsere Stufe. Ja, dann passt es doch. Ich war jetzt noch, als ich am Retail hier in die Ecke gegangen bin, war irgendwo in irgendeiner Ecke eine riesige Spinne. Also keine riesige, die ich in Burning Crusade gesehen habe, aber schon eklig. Was halt nur ihr Hinterteil wabern sehen. Das ist ja auch so. So, aber dann ist es hier ja gar nicht so wild, wenn wir in Westfall nicht alles haben.
Können wir hier in dem Gebiet nicht gut weitermachen? Stimmt, dass hier auch so rot ist. Das Licht sei mit euch. Rotkammgnole, so nah an Elven. Es ist möglich, dass sie kurz vor einem Einfall in unserer Heimat stehen. Bald werden die Bewohner von Seenhain nicht die einzigen Menschen sein, die belagert werden. Ihr ist euer Lohn, auch wenn ihr uns schlechte Nachrichten bringt. Und es kommt auch noch zu einem schlechten Zeitpunkt, denn wir sind nicht gut dafür gerüstet. So, das sehen wir aber jetzt gleich erst. Jetzt einmal ganz kurz. Hallo. Oh mein Gott, ich könnte jetzt halt hier so im Eck fliegen. Oh mein Gott, das ist man sieht geil. Sich. Okay, aber ich beende hier erstmal den Part. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten.